Startup Edge. Ich frage mal nach. Herzlich willkommen bei YumTamTam, das ist Nico, ich bin Melissa. Wir machen heute Erdbeer-Tiramisu, passend zum Frühling, Sommer. Und ich freue mich wahnsinnig, ich liebe Tiramisu so sehr. Und Erdbeeren auch, also beste Kombi einfach. 10 von 10, kann man auch nichts falsch machen, es geht super schnell, es ist super easy, hör auf mich anzuessen. Was war das denn? Katz! Ich will das mal ein bisschen verkosten hier, ob die Erdbeeren auch unserem Kuchen gerecht werden, bin ich ganz ehrlich mit dir. Qualitätskontrolle. So. Du hast die nicht so schöne, naja. Egal, sie ist eh gleich weg. Please take it personal. Mmh. Mhm. Ich liebe einfach Erdbeeren so sehr. Erdbeer-Season, geil. Das ist so basic, aber es ist echt mein Lieblingsnuss. Was machen wir? Sahne aufschlagen, ja. Und Mascarpone mit Dingen mischen. Okay. Bin ich der Sahnemann? Du kannst auch der Mascarpone-Mann sein. Wo siehst du dich? Siehst du dich? Weil im Moment, wie viel Prozent Fett? Hier, ich habe mindestens 82% Fett. Was? Leute, es muss schmecken. Es kommt auf die inneren Werte an. Merkt euch das, das Leben auch. Wie entsteht Mascarpone, Leute? Wie wird aus Milch das? Keiner weiß. Keiner weiß. Magie. Magie. Kannst du mir bitte den Vanillinzucker geben? Ach, ich habe mich gekratzt. Vanillejoghurt auch. Könnte ich das Rezept auswendig? Oder? Ich bin beeindruckt. So, das kippen wir jetzt alles hier rein und verrühren das. Die Sahne ist heute richtig sahnig. Leute, ich möchte Melissa nicht vergiften. Das ist einfach frische Sahne. Das ist ganz normal. Mal so, mal so. Mal so, mal so. Tagesformabhängig ist das hier. So wild. Was ist dein Rekord an Tiramisu-Essen? Wie, was meinst du, hä? Wie viel? Oh, okay. Silvester war es ein gutes halbes Blech. Doch, ich glaube sogar ein bisschen mehr als ein halbes Blech. Es war auch mit richtiger Milch, also der Bauch war am Arbeiten. Aber doch, Tiramisu kenne ich keinen Halt. Wir hätten zwei machen sollen. Ja, ich würde immer Tiramisu anderen Desserts vorziehen. Immer. Oha. Ja. So, auch wenn ihr unseren Chatverlauf seht, auf Instagram ist es nur irgendwelche Memes. Und Hass. Hass-Memes und da müssen wir hin. Ja. Nur Süßigkeiten. Und wir gehen eh nie hin, Mann. Wir gehen nie hin. Weil wir so lange schlafen, alles zu hat schon. Ist so. Okay, wir haben hier so einen schönen kleinen Spritzschutz für die Sahne auf diesem wunderschönen blauen Shirt. Lea ist bald mal die Produzentin bei unserem Set, just saying. Ja, damit das nicht spritzt hier. Ja, bitte. Machst du das jetzt für mich? Ja. Ist ja süß. Assistenz. Okay, let's go. Geht das? Vielleicht können wir noch mal ein hohes Gefäß holen. Der Spritzschutz war echt scheiße. So wild aus. Wie fasziniert du von Mascarpone? Ja, ich hab das. Ja, du, wo fängst du dann, hörst du auf? Ist halt jetzt. Was ist das da für Edge? Die Kamera. Ich schlage jetzt die Mascarpone auf, denn scheinbar verändert sie dann ihre Konsistenz. Und dann ist es besser für Tiramisu. Absolut. Außerdem wollen wir ja die Zutaten vermischen und ich schneide schon mal die Erdbeeren in Scheiben. Sieht ein bisschen süß aus. Geil. Gut. Erdbeeren sind so schön einfach. Erdbeeren schönste, muss man wirklich sagen. Okay, Leute, was sind die schönsten Früchte? Ich würde Erdbeeren. Sagen, Erdbeeren ich gerade schon gesagt. Weit vorne. Ja, du, aber was sagt ihr? Dumme. Wir nehmen heute Orangensaft und nicht Kaffee, leider. Aber es ist okay für mich. Soll ja frisch sein. Ja, ist schon okay. Ich bin der Team Classy Espresso. Mhm. Was würdest du noch so sehen als Kombination? Matcha. Oh mein Gott, ja. Matcha-Erdbeere, richtig geil. Gibt es da als Cheesecake auch? Cheesecake. Gibt es auch als Cheesecake, ne? Ja. Das ist geil. Das ist richtig geil. Himbeer-Pfeffer finde ich auch immer geil mit weißer Schokolade. Wild. Ich bin übrigens großer roter Pfefferverfechter. Oh, wusste ich gar nicht. Genau, ich habe ja mit Lina auch mal so ein TikTok gedreht und da habe ich ihr das nämlich auch empfohlen. Nee, ich finde alles, was so mit Himbeeren, weiße Schokolade, Basilikum, weiße Schokolade, das mit buntem Pfeffer ist alles richtig geil. Ah, okay. Vielleicht probiere ich das dann mal. Keine Ahnung, ob sie es jemals gemacht hat, aber ja, probier das mal aus. Du warst ja auch oft in Italien. Was hast du alles gegessen? Was ist das Allerbeste? Ich glaube, Tiramisu. Wirklich? Dumm.
hab das Beste habe ich klischeehafterweise in Italien gegessen. Das war in so einem Weinglas, wurde das angerichtet. Oh. In so einem richtig fancy italienischen Hotel, in so einer richtig alten Stadt. Ich hab den Namen vergessen leider. Und das war einfach so geil. Alles, was danach kam, war nicht mehr so gut wie damals. Es war so lecker und ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Es war einfach hot, 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 hot. Ich mal kurz mal eine Unterhebe-Action, wer du hier schneidest. So, ich werde auch nicht totrühren jetzt. Gut, dann schichten wir, oder? Let's go! Als erstes kommt unsere Creme. Ja. Ungefähr ein Drittel. Willst du verteilen? Ich kann das immer nie. Bei mir ist immer so Hügellandschaft. Ja, bei Tiramisu ist es auch ein bisschen egal. Du bist ja auch kleiner als ich. Ich bin näher dran. Du bist näher dran einfach als ich. Mit der Hügelwirkung auch unter allem drum und dran. Guck mal. Es ist ja, wie es ist. Es ist, wie es ist. Jo, Erdbeeren drauf. Okay. Da mache ich das nicht. Das sehe ich ein bisschen so, wenn man sich im Park trifft. Voll. Dann nimmt eine Person das so mit. Geil. Die andere so Nudelsalat oder so. Mhm. Sehe ich. Schön. Das packen wir jetzt für 6 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank. Ja. Lecker. Und so lange machen wir unsere tolle Erdbeersoße, wenn wir noch Erdbeeren übrig haben am Schluss. Man weiß es nicht. Okay, dann pürieren wir jetzt, würde ich sagen. Mhm. Okay. Ein paar könnt ihr aufheben für Deko. Mhm. Jetzt Milch rein und Zucker, dann wäre das so von meiner Oma so eine Nachspeise. Ja. Mhm. Voll. So, ein bisschen Zucker noch. Seid ihr alle ready? Ja. Gut. Erdbeersmoothie. Ja, wirklich. Willst du es raus mit Melissa? Soll ich es machen? Ich weiß nicht. Es ist ganz weit oben. Übrigens danke an alle, die mir persönlich geschrieben haben, dass sie Mitleid mit mir haben, jetzt wo alles so weit oben in der Küche ist. Danke. Danke für eure Anteilnahme. Es werden viele Witze folgen, Leute. Keine Sorge. Oh, wow. Du gönnst richtig. Es ist wie super lecker. Siehst du's? Hier will noch so ein Minzblatt oder so in die Mitte jetzt rein. Das stimmt. Wir haben ein Kräuterregal. Yes, yes. Was ist hier jetzt Minze? Ich glaube das. Ich glaube, das ist Minze. Ist das Minze? Gut, sie nicken. Ich nehme noch 2 mit, just for the fun. Ja. Oh. Ich war wieder, so eigentlich süß. Ich war immer so stark. Ja. Art. It's art. Gut, dann essen wir, würde ich sagen. Geil. Okay. Du hast die Gabel schon drin? Ja, ich freue mich schon. Guck mal. Jetzt geh wegen Biskuitrolle. Voll. Ja. Das ist wie eine easy Biskuitrolle. Oh mein Gott, scheiße. Rein. Scheiße. Ja. Willst du lieber die? Ja. Nein. Ich nehme das. Nein. Du nimmst das. Mach mal die Abmoderation. Ja, ihr seht, Nico findet es sehr gut. Macht es gerne zu Hause nach. Es ist auf jeden Fall ein sehr frisches Sommerdessert. Ja. Sehr leicht. Sehr leicht. Mhm. Ja, und auch wirklich eine easy Art, eine Biskuitrolle zu machen ohne den Stress. Ja, ich esse jetzt weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.